Also die Natur hat für mich als Künstler etwas Besonderes, etwas Kontemplatives. Ich kann mich hier auf meine Mitte zentrieren, ich habe keine Ablenkungen, schon Steinbeck und Rudle, als ich begonnen habe mit dem Duo Steinbeck und Rudle, der Gerald und ich, um ein neues Programm zu schreiben, wir haben uns immer irgendwo zurückgezogen und im liebsten Falle in die Natur, wo es keine Ablenkungen, damals bei unseren ersten Programmen gab es noch nicht einmal Internet, also da hast du dann nicht oder kein Handy, das war dann noch leichter, aber auch heute, wenn ich sage, ich muss konzentriert was arbeiten, weil alle Leute glauben, wenn einer ein Humorist ist, dass ich nur in der Ecke sitze und mit einer Kugel über meinen eigenen Witz, das ist natürlich ein völliger Blödsinn, das ist eine sehr ernste und ernstzunehmende Arbeit und jegliche Ablenkung ist störend und daher ist die Almgegend Natur, ich bin ja selber Teil der Natur, inspirierend und gibt mir auch die Möglichkeit, da kreativ zu schaffen. Die Steiersberger Schweig ist irgend so ein Magic Point. Ich weiß auch nicht. Es hängt natürlich auch mit dem Besitzer hier zusammen, also mit dem Didi, der ein lieber Freund geworden ist. Also ich habe hier geheiratet, ich habe hier schon Geburtstage gefeiert, mit anderen Leuten Geburtstage gefeiert, meine Schwägerin hat da geheiratet. Also ich habe wirklich eine sehr, sehr enge Beziehung zur Steiersberger Schweig. Das ist einfach so ein Kleinod und es ist alt und doch modern. Es ist immer neu, man kann immer was Neues entdecken und man kommt darauf, die Umgebung ist immer anders. Der Didi macht ihm, also jetzt liegen da draußen irgendwelche Birken, also Stämme herum. Wieso legt er jetzt Birkenstämme? Also er überrascht auch seine Gäste immer mit Abwechslung und es ist hier ein magischer Ort und ein sehr emotionaler Ort für mich. Also nachdem ich selber ein schwerer Histaminallergiker bin, ist mir wichtig, dass alles immer frisch ist, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und natürlich liegt es auf der Hand, dass man, wenn man in so einer Gegend wohnt, dass man alles regional kauft. Wir haben das Glück, dass wir sehr, sehr viele Bauern da haben, die sämtliche Waren anbieten, vom Müll bis über Eier bis zum Fleisch. Und deswegen wäre ich auch blöd, wenn ich es woanders kaufen würde. Ich komme hier auch sehr gerne her, weil hier eine wirklich traditionelle Hausmannskost gemacht wird. Also sowohl der Didi kocht großartig aus, als auch seine wunderbare Mutter, die Lidl, die kochen hier einfach so, wie man es sich vorstellt. Also ich bin auch der 50er Jahrgang, wie halt die Mutti gekocht hat. Es ist so irgendwie ein Heimkommen, ein kulinarisches Heimkommen.